Ah, Sushi ist so stark für uns einfach ein perfekter Tag. Philipp, Meter. Wärts nochmal. Das ist ja zum Quälen. Hallo, grüß dich und servus zu einem neuen Video. Endlich ist wieder soweit. Wir sind wieder beim Skitouren gehen. Und zwar sind wir in Kitzbüchel bei Aurach mit dabei. Ist die Micke? Hallo miteinander. Ja, genau. Wir gehen auf die Sonnenspitze auf. Das sind jetzt insgesamt 1020 Höhenmeter. Und ja, die Sonnenspitze ist auf 2041 Höhenmeter. Da geht's bergauf. Wir hoffen, wir haben nichts vergessen, aber wir sind ja schon ein paar Jahre beim Gehen. Jetzt schauen wir mal, dass wir alles dabei haben. Dann geht's los. Wir sind da beim Wildpark in der Nähe, ist es so ein freigeräumter Parkplatz und da schauen wir jetzt mal. Ja genau, die Finger sind noch ziemlich kalt und man braucht jetzt den Anfang natürlich zum Umziehen oder zum Umziehen und alles ein bisschen länger. Man muss erst wieder mal ein bisschen Routine reinbringen. Ja, am Anfang ist es so ein kleiner Forstweg und wir werden jetzt da ungefähr 3 Stunden brauchen. Wir gehen da bei der Hochwildalm vorbei und dann schauen wir mal, Schneelag. Ist einmal super, da werden wir heute einen tollen Hufeschnee haben. Ja, richtig gewöhnt sind wir die Kälte jetzt noch nicht, oder? Nein, ich bin schon da herinnen beim Fingerwärmen. Jetzt ist von Story aufnehmen. Also richtig kalte Finger. Und ja, das muss echt erst wieder gewöhnt werden. Und wie man da sieht, wunderschönes Winterwunderland. Herrlich. So, jetzt ist da eine kleine Bachüberquerung. Ja, wie viele wissen, ist Skitouren gehen natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil mit der Lawinengefahr, besonders jetzt mit Neuschnee am Anfang von der Saison, ist es immer noch schwierig. Wir haben heute eine Lawinenwarnstufe 3, deswegen haben wir uns die Tour rausgesucht. Ist recht einfach, flach, da geht man durch den Wald durch. Also da darf bei uns soweit nichts passieren, aber ein gewisses Risiko ist immer dabei. Ja, und, genau. Ja, genau, es ist jetzt kein Hang über 30 Grad dabei. Aber natürlich muss man auch über die Umgebung beobachten. Im schlimmsten Fall müssen wir umdrehen. Wir haben natürlich die ganze Ausrüstung dabei: Schaufel, Sandner und Pipser. Also, das ist Lawinenrucksack, genau. Immer mit haben. Und wenn jetzt jemand anfängt, Skitouren geht, immer Empfehlung oder fast schon ein Muss, ein Lawinengruß irgendwo machen, bei einem Alpenverein oder sonst irgendwelche Vereine. So, das erste Hindernis. Eine Bachüberquerung. Weiß nicht, ob ich den schon gewaffnet bin. Nicht lachen, falls ich reinfliege. Sehr schön. Ja, und schau dir gerne in unseren Shop vorbei. Wir haben jetzt neue Sportleibe. Und ja, die, was wir eigentlich auch immer selber tragen. Und wir sind super zufrieden mit denen, haben eine super Qualität. Und wir haben eine neue Farbe für die Stirnmantel, das, was der Fabi jetzt aufhat, in Orange. Ja, schaut gerne vorbei. Und vergesst dann nicht unseren Kanal abonnieren, dass keine Skitour mehr verpasst jetzt im Winter. Und da, die Sonne kommt raus. Extrem schöner Tag. Einfach herrlich. Wie gesagt, müssen wir zur Hochwildalm. Da kann man da über einen Forstweg gehen. Da ist beschildert oder eben über den Sommerweg, da ist eigentlich auch meistens gespurt, dann geht das auch gut. Jetzt führt die Spur so also gerade durch den Hang. Nicht ganz optimal, weil es ein bisschen rutschig ist. Da müssen wir erst wieder reinkommen. Und da sieht man, was wir gemacht haben. Und während sich die Nicke da aufgequält, kommt da drüben die Sonne raus. Ah, das ist ein Anblick. Ja, und was auch ganz wichtig ist, im Winter beim Skitouren gehen oder wenn man auf einem Gletscher unterwegs ist, ist natürlich, wenn die Sonne rauskommt, Sonnenbrühen gescheite, weil der Schnee reflektiert nun mal und dann ist das doppelt die Belastung für die Augen. Also immer was dabei haben. Ach, so schön, so schaut für uns einfach ein perfekter Tag aus. Um 6:30 aufstehen, dann schnell einen Kaffee trinken, um 7 abfahrt und ja, dann bei so einem Panorama auf dem Berg. Also Wetter ist perfekt, richtig ein traumhafter Tag. Wir sind jetzt da bei der Wildalm auf 1380 Meter und da hinten sieht man unser heutiges Ziel. Da führt dann der Weg jetzt da vorne rum
und dann rauf. Da geradeaus die Pyramide, das ist der Bischof. Und da links, sieht man jetzt noch nicht, ist die große Gebra. Da sind wir letztes Jahr eine Tour gegangen. Das war eine super schöne Tour. Aber die ist für heute zu steil, weil die Abfahrt ist ziemlich durch steile Gelände. Und haben wir uns jetzt für die Sandspitze entschieden. Wie geht's? Wahnsinn! So schön! Ein bisschen aus der Puste bin ich schon. Jetzt ist der Fabi ein bisschen viel gegangen. Und ja, der Fabi hat noch ein bisschen anderes Tempo wie ich. Der Körper muss sich erst auf jeden Fall wieder dran gewöhnen. Da oben sieht man die Hochwildalm. Das ist der Hochleger von der Wildalm. Und dahinter große Gebra mit einem Kreuz. Und da ist jetzt die Abzweigung. Wir gehen jetzt da rechts weiter und eben dann um den Berg da rum. Und jetzt sind wir wieder im Schatten vor einem Berg. Da merkt man dann schon wieder, es wird schon kälter. Vorher war ich fast ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Hätte ich mir schon gedacht, die Jacken wieder ausziehen. Aber jetzt ist es wieder angenehm warm mit den Jacken. Ja, jetzt machen wir ein paar Minusmeter. Das ist irgendwie ein blödes Gefühl, wenn man erst aufgeht und dann wieder hochgehen muss. Damit man dann wieder aufgehen muss. Es kann da einfach nur Haufen sein. Aber ja, so viel sind es nicht und das bringen wir auch noch hier. Ja, da im Hintergrund sieht man Gleitschneewaldlawine und ja, das ist wieder ein Zeichen. Man muss einfach aufpassen und wenn man Lawine sieht, muss man schauen, ob man eine Einfahrtsspur sieht und eine Ausfahrtsspur. Wenn jetzt keine Ausfahrtsspur vorhanden wäre, dann sollte man einen Notruf absetzen. Es könnte dann einfach sein, oder die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass jemand verschüttet worden ist. In dem Fall sieht man jetzt keine Einfahrtsspur. Aber trotzdem, das sagt man wieder, dass man einfach aufpassen muss. So, jetzt gehen wir wieder in die Sonne. Wir sind jetzt seit 1 Stunde 50 Minuten unterwegs. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Wir haben bei so einem Tun eigentlich nichts frühstücken. Wir dann jetzt eine Abhilfe mit Energieriegel schaffen. Aber das war jetzt schon fast einmal auf den Kopf geflogen, wo wir auf die Wildspitzen gegangen sind. Zwar Texterberg von Österreich. Auf den Gletscher um. Da sollte man vielleicht schon auf den Energiehaushalt ein bisschen mehr achten. Da haben wir dann auch ein bisschen Kopf gekriegt. Das war jetzt eine Lehre. Aber so eine Tour geht es eigentlich noch, oder? Ja, genau. Wir sind dann so oft von den Eindrücken überwältigt, dass einfach der Hunger irgendwie hinten aufgestellt wird und irgendwann, wenn man dann ein bisschen nachkommt, dann merkt man erst einmal, dass man zu wenig gegessen hat und dass man ja eben die Energie, einen Energiehaushalt wieder ein bisschen aufstocken muss. Ja, wir schaffen uns dann einfach jetzt unter dem Gehen mit so einem Energieriegel ab, auf den Nacht am Morgen so ein bisschen Zeug. Ist sicherlich das Gesündeste, ja, aber es hilft und. So, und da oben sieht man unser heutiges Ziel, die Sandspitze. 375 Höhenmeter, noch ungefähr eine Stunde. Und wir sind jetzt beim Eischmieren. Genau, ganz wichtig bei der Sonne. Man darf sich unterschätzen, es ist zwar erst 10, aber Sonnenschutz ist ganz wichtig. Sonst brennt es uns voll auf mit dem Schnee. Ja, genau. Und wer das Video gesehen hat von Lawinenrucksack, da sieht man es jetzt nochmal ganz gut. Es ist wichtig, dass man stabile Schnallen hat aus Stahl oder was auch immer das ist. Und genau, das fädelt man sich da so ein, dass falls der Lawinenrucksack aufgeht, dass man der einfach nicht weggerissen wird mit den Schultern. Weil so zwischen die Haxen durch geht das einfach nicht. Und da ist jetzt halt der Auslöser angebracht. Da muss man jetzt schauen, ob links oder rechts hergreifen ziehen. Und dann macht's puff. Und jetzt kommen wir zur ersten Spitzkehr der Saison. Schauen wir mal, wie es geht. Trommelwirbel. Wie ist die Technik? Na gut. Ja. Was wird denn jetzt das gelernt hat? So, wir sind jetzt so auf so einem Plateau herum. Geht es jetzt so ein bisschen flach dahin. Dann kommt nochmal eine kleine Steigung. Bis rauf. Aber eben, dass da schon vorgespurt ist, das ist ganz angenehm, besonders bei so viel Neuschnee. Und der erste ist mir fast nie, weil es gibt immer jemanden, der was früher aufsteht oder einen Tag vorher schon geht. Aber ist ihnen ja ganz gleich. Jetzt für die erste Skitour optimal. Musik.
sind wir fast ganz herum. Stücke noch. Wir müssen jetzt hier noch umgehen und dann in die Affe. Da oben ist ziemlich ablosen. Ne? Nicht mehr so viel Schnee, aber Ausblick. Ah, einfach herrlich. Ah, da hinten sieht man es vielleicht, da hupfen die ganze Zeit durch. Durch den Schnee. Ah, die blöden sie. Ab 850 Höhenmeter merkt man es einfach. Wird schon ein bisschen anstrengend, aber ja, gut, 800 Höhenmeter, sowas sind es noch. Das ist nicht mehr weit. So, kommen wir jetzt ein bisschen steil an den Hang rein. Da lassen wir jetzt genügend Abstand. Schauen, ob wir Sitzgeräusche hören. Und bei sowas einfach vorsichtiger umgehen. Darf nicht nur gut passen, aber sicher ist sicher. So, jetzt wird es windig da herum. Kalt. Sehr ungemütlich. So, jetzt auf die letzten Meter. Ich werde es nochmal ein bisschen zum Quälen ablassen. Ein bisschen die Steine schauen lassen und ziemlich rutschig. Oh, das Gipfelkreuz. Ja, völlig heil. Wir sind jetzt herum. Wir haben 3 Stunden 12 gebraucht bis daher. Und ja, super schöne Tour. Jetzt gefallen wir uns auf die Abfahrt. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir ein bisschen auffahren, weil da herum ziemlich der Wind geht und ganz schön zapfig ist. Und dann haben wir unten die Eiseln, aber super schön. Ausblick ist da herrlich und Wahnsinns Panorama heute. Oder was sagst du? War ja voll schön. Ja, auf jeden Fall top für die erste Skitour, muss ich sagen. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir noch sicher hochkommen. Ja, und sonst, wir waren eigentlich fast allein. Einer hat uns vorgespurt, dann sind uns noch 2 untergekommen. Und ja, besser kann man sich für den Sonntag nicht Ski stehen. Jetzt ziehen wir uns die Ski an und dann geht's hoch. Genau, dann geht es einmal ein Stückchen bergab und dann machen wir eine gemütliche Pause. Ja, da wo es ein bisschen wärmer ist, dann genießen wir ein bisschen die Aussicht. Aber gerne dürft ihr jetzt schon einen Daumen nach oben lassen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So, da herum noch. Geht's ja nicht so gut. So gehackt wie mir. Da haben wir nicht mal 50 Meter gefahren. Das wär's. Das ist ja, kriegt man nicht so Geschwindigkeit auf, ne? Aber es ist schon wieder ein tolles Gefühl. Jetzt sind wir ein bisschen abgefahren und jetzt sind wir was Eiseln. Wir haben da natürlich wieder in einem Binnenwachs durch, das gibt es auch im Bergaufschub, Gourmet, Jausenbrot. Wir haben da einen Kornspitz mit Krähenaufstrich, dann sind 2 Scheiben Gouda innen, sind kleine Kugel innen, ein bisschen Krähen und 2 Scheiben Krustenbraten und dann noch einen Senf dazu und ja, den können wir einsetzen. Genau, und vielleicht sollte man das auch dazu sagen, der Fabi hat die Tücher selber gemacht, das heißt, das ist Eigenproduktion und ja, sind einfach nachhaltige Tücher, kann man öfter hernehmen und genau, so mit dem nehmen wir nicht immer unsere Jausen mit. Der Schnee ist ziemlich schwer, aber geil. Geht der hier? Ja, geht jetzt durch. Durch die beschneiten Wälder.
So, der letzte Hang. Beißen wir runter. Dann sind wir wieder auf der Aufstiegsspur. Da können wir jetzt rausschupfen. Dann heißt es wieder ein bisschen schwitzen. So, wie man es kennt, ist wieder eine Bachüberquerung. Da darf man jetzt nicht aufkommen, weil das vereist gleich und hast einen Knumpenmilch. Der Zircher, der zircht sich. Da kann man nicht geil anschupfen. Das ist einfach nur extrem fast und anstrengend. Da jetzt wieder zurückgegeben. Alles geschafft. Boah, es war so anstrengend. Meine Füße sind tot. Die brennen unglaublich. Ja, das heißt, mehr Skifahren gehen. Ein bisschen die Oberschenkel trainieren und zusätzlich Krafttraining machen. Ja, wir sind jetzt wieder unter dem Parkplatz. Wir haben jetzt insgesamt 4 Stunden 20 Minuten gebraucht, also 1 Stunde 20 Minuten Abfahrt. Es waren ein paar tolle Hänge dabei. Das Stückchen durch den Wald ist auch gut gegangen. Jetzt zum Schluss außer der Zircher, der war noch mal ein bisschen anstrengender. Aber siehst, ein super Tag, super schöne Tour, so viel Anfang und eben auch was Leichtes, was nicht schwierig ist. Kommen. Öfter mal gehen, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Also zum Schluss muss ich schon sagen, so die letzten 10 Meter, bei dem war ich schon ein bisschen unsicher, weil da war es halt einfach. Ja, also beim Gipfel um. Beim Gipfel um, ja. Da war halt der Schnee ziemlich verwahrt schon und da war es noch ziemlich steil, aber es ist alles gut gegangen. Ich mache mir dann auch immer Gedanken, dass ich nicht hochkomme. Hat aber alles passt, ja. So wie die erste Tour super gewesen. Wie der Fabi eh schon alles gesagt hat. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus.